Wir sitzen hier mit Andy Fuchs direkt am Pier vor Kailua Kona, wo in 10 Tagen die Ironman-Weltmeisterschaft stattfinden wird. Andy Fuchs, einer der besten österreichischen Triathleten auf der Langdistanz. Für alle, die dich nicht kennen, das vorher gesagt, wer mich jetzt noch nicht kennt, ist auch schon wurscht. Aber wie bist du da jetzt nach Kona hergekommen? Wo hast du dich qualifiziert? Ja, ich habe mich wieder mal in Kärnten qualifiziert bei meinem eigentlich Lieblings-Ironman, den ich mittlerweile auch schon 15 Mal gemacht habe. Also deswegen eben der Hinweis, wer mich jetzt noch nicht kennt, dann ja, ist auch nicht mehr so tragisch. Ja, das wird jetzt ungefähr meine 36. Langdistanz, die dritte in Kona. Und es wird mit definitiv die beste Kona-Vorstellung in 10 Tagen, hast du gerade gesagt. Aber ja, Kona ist anders. Also es hilft mir jetzt schon, dass ich relativ viel Langdistanzerfahrung habe. Aber ich bin trotzdem mit sehr viel Respekt hierher angereist. Auch noch dazu extra früher wie sonst, damit es heuer mal klappt. Du bist jetzt schon ein paar Tage länger da wie wir, ich glaube am 28. bist du gekommen. Wie ist das Wetter da? Wie sind die Bedingungen? Ja, Wetter ist das wechselt so schnell und das ist auch sehr ortsabhängig. Also wir wohnen ja etwas außerhalb von Kailua Kona. Bei uns um Berg regnet es relativ oft. Dafür ist es sehr kühl und macht die Anpassung hier auch ein bisschen leichter. Aber irgendwie habe ich mir dann doch heute auch ein paar Tage extra gegönnt mit einer Verkühlung, mit mehr Pause, damit ich dann wirklich rechtzeitig fit bin fürs Rennen. In deiner Vorbereitung warst du ja in Klagenfurt qualifiziert, hast aber trotzdem in Bodelsdorf die Langdistanz noch gemacht. Viele bereiten sich eher mit kurzen Triathlons vor. Du hast noch einmal eine Langdistanz gemacht. Warum und wie ist da gegangen? Ja, das ist eine eigene Geschichte von mir anscheinend. Aber prinzipiell war schon die Überlegung, halt heuer alles auf das Rennen hier in Kona zu legen und Bodersdorf rauszunehmen und nur die halbe zu machen. Aber ich habe dann auch bewusst nach Kärnten probiert, ein bisschen eine Pause einzulegen. Wobei in Verbindung mit der Staatsmeisterschaft der halben in Obertrum. Das auch nicht so richtig, da habe ich ja dann noch wieder trainieren müssen und dann wieder rausnehmen. Und dann ist aber erst so richtig losgegangen mit Verletzungen und Radsturz und Stress wegen I believe irgendwas. Und da habe ich mich dann echt rausgenommen und habe aber dann vor Bodersdorf gemerkt, jetzt bin ich bereit für richtiges Training und ich weiß nicht, ich mache das halt schon relativ lang und kenne meinen Körper relativ gut. Und habe mir eingebildet, ich spüre, dass das Rennen mich weiterbringt. Es hat mich definitiv weitergebracht, aber im Unterbewusstsein war ich am Rad, auch in Bodersdorf, nicht wirklich dort, wo ich normalerweise bin. Mein Körper hat, glaube ich, ein bisschen Reserven lassen für den 13. Und das ist im Endeffekt gut gegangen, glaube ich. Aber am 13. wissen wir es dann definitiv alle, schwarz auf weiß. Du hast genau ein Ziel am 13., oder? Ja, aber das primäre Ziel ist ja immer, oder ich probiere meine maximale Leistung abzurufen. Und wenn mir das gelingt, dann werde ich nicht unzufrieden sein. Und bin mir aber auch ziemlich selbstbewusst sicher, wenn mir das gelingt, dann reicht das auch für mein offizielles Ziel, die Altersklasse M40 zu gewinnen. Also beim Schwimmen können wir mal sagen, da reicht es auf alle Fälle. Na, Schwimmen, ich bin heuer total verunsichert. Also ich bin überhaupt kein Wettkampfschwimmer, ich bin Wettkampfradlfahrer, Wettkampftriathlet, aber Schwimmen bin ich im Training immer schon heuer sehr gut, aber ich habe es im Wettkampf noch nicht umsetzen können. Und ich bin ja auch einer der ärgsten Verfechter des Rolling Starts, aber wenn ich jetzt so an die Startlinie denke, am 13. hier hinter mir, dann wird man selber auch mulmig und ich bin froh, wenn ich irgendwie die ersten 500 Meter es schaffe, Freiraum für mich zu gewinnen und aus der großen Masse weg werde ich nicht kommen, aber zumindest so, dass ich eine Ruhe habe, halbwegs. Ich wünsche mir noch viel Spaß bis dahin. Ja, danke.